1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde. Da sind wir wieder. Nach dem Feiertag und nach dem Sonntag sind wir wieder hier live im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Wir haben wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine freie Themennacht. Dazu begrüße ich euch sehr herzlich und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal über was. Meldet euch über Telefon 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Michaela. Und Michaela ist 33 Jahre. Hallo Michaela. Hallo Domian. Hallo. Ich brauche deinen Tipp als Mann, als richtiger Mann. So, da bin ich aber sehr gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst. Ja, ich hole ein bisschen aus. Und, also ich lebe in einer Fernbeziehung. Ja. 250 Kilometer auseinander. Ich habe bei meinem Freund mal durch Zufall, durch Neugierde in den Schrank geguckt und da lagen in seinem Nachtschrank pornografische Fotografien seiner Ex-Freundin. Oh, der Ex-Freundin. So, ich nichts gesagt. Und irgendwann habe ich mal nachgeguckt, da waren sie weg. Mhm. Ach, sag ich, gut, das finde ich ja klasse, er hat sie weggepackt. Mhm. Er hat sie aber nicht vernichtet, sondern zu seinen Pornozeitschriften und gepackt. Zusammen, ja, zur Sammlung. Ja, genau. Zur Klassik-Sammlung. Nee, er hat wohl nur von der Fotos, sonst aber Zeitschriften. Ja. Dann waren wir im Urlaub und dann hatte ich mal aus Scherz gefragt, ich sag, hast du mal Aktbilder von einer Frau gemacht? Nee, hätte er nicht. Ich sag, oder Nacktaufnahmen, nein, hätte er auch. Mhm. Ich sag, dann lügst du mich an, ich habe die wohl gesehen. Mhm. Da sagt er zu mir, das war keine Lüge, das sind keine Nacktbilder, das sind pornografische Bilder und danach hätte ich ja nicht gefragt. Ah ja, also es war ein begriffliches Problem. Keine Ahnung. Naja gut, auf jeden Fall sagte er, ja, ich sag, die sind in deinem Nachtschrank und das finde ich nicht so prall. Er hatte sie ja weggepackt, aber das weiß er ja nicht, dass ich das weiß. Ja, ist mir klar. Ja, genau. Und dann nach dem Urlaub sind wir bei ihm gewesen, weil sprich Fernbeziehung, da habe ich durch Zufall mal wieder in den Schrank geguckt. Da waren die Bilder doch wieder da. Oh. Oh. Das heißt, er guckt die sich öfter an und wer weiß, was er dabei tut. Er wird dabei onanieren, denke ich. Ich wollte es nicht so klar aussprechen. Ja, aber ich spreche das so. Ja, klar. Gut, dann müssen wir das so machen. Ja, genau. Ja. Naja, und ich natürlich, finde ich nicht so prall. Ich habe ihm das dann gesagt, ich finde das nicht so toll. Ich schlafe nicht in einem Schlafzimmer, wenn deiner Ex da noch in der Schublade liegt. Ja. Zumal noch nackt. Pornografisch nackt, also nackt, genau. Ja. Bis zu den Mandeln. Ich habe alles im Detail gesehen. Ja. Er hat sie dann auch wohl weggeschmissen. Die in Arme. Den Mülleimer. Aber es gibt ja negative, das weiß ich ja nicht. Ja. Und jetzt ist die Frage, stelle ich mich da als Frau so an, hat das was mit Liebe zu tun oder können Männer Sex und Liebe trennen, ja, weil er sagt, er liebt mich und er möchte. Ja. Das können wir Männer können das. So, und jetzt meine ich, soll ich da noch mit ihm eine riesen, ich bin ja eine Oberzicke eigentlich, eine riesen Szene und ein Probabo machen, weil er sagt, also, zieh zu mir, ich müsste meinen Job kündigen und. Ach so. Und dann denke ich, er hat mich ja eigentlich angelogen. Und warum guckt er sich die blöde Ex-Freundin noch an, wenn er mit dem Thema durch ist? Ich muss mal ein paar Grundsatzfragen stellen. Wie lange seid ihr zusammen? Dreivierteljahr. Ach, das ist ja noch ganz jung. Ja. Ein junges Paar. Genau. Dreivierteljahr. Ihr wohnt auseinander 250 Kilometer. Genau. So, ungefähr. Und es steht zur Debatte, dass du eventuell dahin ziehst, wo er wohnt. Würde ich tun, weil er hat dort ein Familienhaus. Ja. Mit seiner Mutter und finanziell und er kann es ja nicht einfach verkaufen. Verstehe. Für mich wäre es wohl einfacher. Aber abgesehen von dieser Porno-Bildgeschichte. Ja. Große Liebe? Bitte? Ich sag, abgesehen von dieser Porno-Bildgeschichte, ist es die große Liebe für dich, der ja. Mann? Ja. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Ja. Ja. Und du hast eigentlich das Gefühl umgedreht auch. Das bin ich mir nicht so sicher, weil ich das nicht verstehe, wie sich ein Mann von der Ex die Bilder da in den Nachtschrank und sie wegpackt und wieder herkramt, wo er mich doch so sehr liebt. Wie ist denn euer Sex? Ja, da habe ich auch gefragt. Er steht zum Beispiel auf Analverkehr, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich habe aber zu ihm gesagt, ich habe so ein großes Vertrauen, ich würde sexuell mit ihm alles ausprobieren, bin für alles offen
Und dann würde ich auch sagen, ob es mir gefällt oder halt eben nicht gefällt. Und ob er zufrieden wäre oder ob seine Ex, sprich diese Frau von den Bildern, so eine super tolle Frau im Bett war. Er sagt dazu nichts und er sagt, er wäre mit unserem Frieden tausendprozentig zufrieden. Und wenn mich irgendwas stören würde, wir können ja über alles sprechen. Diese Frau die da nackig auf den Bildern ist oder war, ist das die Ex, die vor dir war, die unmittelbare Ex? Nein, die vor mir war. Die direkt vor dir war? Ja. Deine Vorgängerin quasi? Richtig. Nicht deine Vorvorgängerin? Nein. Nein. Wie lange war er mit der zusammen? 1,5 Jahre. Warum ist das auseinandergegangen? Aus hygienischen Gründen. Die war wohl nicht so sauber. Und aus hygienischen Gründen? Nein, da müsste ich jetzt ins Detail gehen. Die hatte wohl, das passte irgendwann nicht mehr. Und die hatten auch eine Fernbeziehung. Und ist das von ihm ausgegangen? Er sagt von beiden und sie lebt wohl schon in neuer Partnerschaft. Also von beiden, die hätten sich wohl beidseitig getrennt. Also, zur Grundfrage zurückzukommen. Trennung, Liebe, Sex. Ja. Natürlich, ja, schon, ja. Aber, was mich so ein bisschen stutzig macht, ihr seid ja noch ein so frisches Paar, in einem Dreivierteljahr. Da liegt mir das, also eher fern, mir vorzustellen, dass man dann auf eine Ex onaniert oder sich überhaupt Pornos reinzieht, weil dann hat man ja seine Frau. Wenn das vielleicht nach einer langjährigen Beziehung ist, dass man sich mal ein paar Bildchen anguckt, okay, schwamm drüber. Aber da das so frisch ist, finde ich das auch ein bisschen seltsam, muss ich dir sagen, muss ich dir recht geben. Hast du denn sonst irgendwelche Anhaltspunkte, dass er sonst auch irgendwie ein Luftikus ist, oder? Gar nicht. Er ist sonst grundsolide, sagen wir es mal, ne? Er hilft mir auch. Er plant auch seinen Urlaub mit mir. Ich bin finanziell nun gerade nicht so, was heißt gestückt, aber dann gibt er mir auch schon mal 20 Euro oder so. Mhm. Er hat mir auch schon mal ein Schmuckstück geschenkt. Wenn wir nach der Fernbeziehung, also am Wochenende, wenn er nach Hause fährt wieder, weint er auch, weil es ihm halt weh tut zu fahren. Ja, solche Sachen. Wie oft seht ihr euch denn? Alle 14 Tage. Wenn alle 14 Tage. Also, Michael, ich will, es ist sehr schwer zu sagen. Ich würde eigentlich da jetzt erstmal kein großes Bohai mehr drum machen, sondern die Sache sich entwickeln lassen. Ich würde aber auch an deiner Stelle die Sache sich entwickeln lassen und nicht schon dahin ziehen. Das ist zu frisch, finde ich. Das muss erstmal solide werden und da muss erst noch mehr Vertrauen und auch Sicherheit deinerseits entstehen. Gut, jetzt hat er die Bildchen gehabt, vielleicht steht er sehr auf sie. Es ist natürlich immer verletzlich für den Partner, wenn man das so mitbekommt. Aber mein Gott, wenn, weißt du, das Kriterium ist für mich, wenn der sich dir gegenüber ordentlich verhält und wenn du sagst, zwischen uns beiden, wenn wir beide zusammen sind, dann ist das gut. Und wenn wir beide Sex miteinander haben, dann ist das auch klasse. Das ist für mich erstmal die wichtigste Aussage. Wenn der sich ab und zu mal ein Bildchen reinpfeift, okay. Ist auch nicht so schön, wie gesagt, für dich, aber würde ich jetzt erstmal nicht so hochhängen. Ich würde einfach an der Stelle das Thema zur Seite schieben und ganz normal weiterleben. Und sehen, wie sich die Sache entwickelt und vielleicht in einem weiteren Dreivierteljahr kannst du entscheiden, ob du dahin ziehst. Ja, weil mir ging das auch darum, ich hatte ihn mal gebeten, er kann alles mit mir machen, mich nur niemals anlügen. Das wird er vielleicht ja schon kapiert haben. Ja, und dann sagte er, ja, Aktbilder und pornografisch wären Unterschied. Ja, da habe ich schon erwartet, dass er es sagt. Ja, das sind ja Spitzfindigkeiten, das ist ja eine Ausrede. Ne? Ob er das nur so nennt oder so nennt. Aber vielleicht hat er jetzt gemerkt, mit der Michaela ist nicht so leicht Kirschen essen. Ja, das weiß er. Das sagt er auch. Er möchte nicht so gerne Streit mit mir. Ja. Ich bin dann ja auch eine Oberzicke. Und mich trifft das immer noch. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe ihn ja auch gefragt, wenn er mir jetzt sagt, ja, deine Ex, das war die Granate im Bett. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich sag, mit mir möchtest du vielleicht leben, aber deine Ex möchtest vielleicht im Bett zurück. Nein, sagt er, das ist absoluter Quatsch und das Thema wäre jetzt erledigt und man braucht da nicht immer drüber sprechen. Okay, eigentlich ist das ein Wort. Lass uns das so sehen. Man kann ja auch durch zu viel Misstrauen und zu viel Pingeleien kann man auch vieles kaputt machen. Der weiß, glaube ich, jetzt, woran er mit dir ist oder bei dir ist. Wenn du jetzt noch ein weiteres Jahr ihm gibst, ein Dreivierteljahr, dann wirst du hundertprozentig im Dreivierteljahr mehr sagen können, wie, auf welchen Säulen die Beziehung steht, als du das jetzt sagen kannst. So, und dann kannst du auch Entscheidungen fällen und ziehst dahin. Michaela, könnt ihr Frauen das nicht trennen? Sex und Liebe? Nein. Sagen wir mal so, ich finde das gar nicht schlimm, pornografische Bilder, Filme, etc. Finde ich alles in Ordnung. Ja. Aber ich gucke mir auch keine Nahaufnahmen von meinem Ex an, wenn ich welche hätte. Ja, das ist wirklich verletzend. Das muss ich dir wirklich auch zugestehen. Wenn ich das finden würde in einer Beziehung, finde ich das auch sehr verletzend. Sehr.
da gibt's auch gar keine Begründung irgendwann mehr für. Ne? Und ich meine, dass er sie irgendwann weggepackt hat, habe ich gedacht, gut, um sein Gesicht zu wahren, er hat es verstanden, er kann die in der Kiste Erinnerungen stapeln, was weiß ich, das habe ich ihm auch gesagt, er braucht sie nicht wegschmeißen, er kann sie in die Kiste Erinnerung packen, damit kann ich umgehen, aber nicht im Schlafzimmer. Ja. Dann hat er sie doch da wieder rausgeholt und hat sich die ins Schlafzimmer gelegt. Naja, und, was wir da wohl gemacht haben. Und du musst daneben liegen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also, wollen wir so verbleiben, wie ich es gesagt habe vorhin? Mich würde das sehr interessieren, wie das weiterläuft bei euch. Mhm. Meldest du dich mal in einem halben Jahr nochmal? Ja, mach ich. Würde mich sehr interessieren, Michaela. Ja, super, danke dir. Alles Gute. Jo, tschüss. So, ihr Lieben draußen im fernen Radio und Fernsehland. Schön, dass ihr da seid, falls ihr gerade reingezappt seid. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier live in der Sendung, dann nur zu telefonieren 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt oder streiten wollt oder plaudern wollt, was auch immer. Hier ist Doreen und Doreen ist 41 Jahre alt. Hallo Doreen. Hallo Doreen. Hallo. Ja, hallo. Ja, grüß dich, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Doreen. Grüß. Deswegen hast du mich angerufen. Ich möchte über das Thema Konditionierung sprechen. Konditionierung? Ja. Wenn du noch ein bisschen näher ans Telefon gehen würdest, wäre das wunderbar. Ist es besser so? Du klingst weit weg, ja. Was meinst du mit Konditionierung? Konditionierung ist eigentlich das psychologische Fachwort. Mhm. Und damit ist gemeint, Menschen, sag ich mal, zu drillen oder in Zuhälterkreisen auch Abrichtung genannt. Ja. Und das ist ein ziemlich hartes Brot. Das Thema wird auch weitgehend tabuisiert. Okay, reden wir mal Klartext. Um was genau geht's? Ja, genau darum. Ja, geht's um dich? Ja, also um meine Vergangenheit, sag ich mal. Bist du gedrillt worden von jemandem? Ja. Von wem? Aus der Szene, also aus dem Milieu von Zuhälter. Aha, das heißt, du hast früher als Prostituierte gearbeitet? 3,5 Jahre lang, ja. 3,5 Jahre. Wie alt warst du da? Ist noch nicht allzu lang her. Ah ja. Na, also. Und bist in dieser Zeit von Zuhältern sehr, wie du sagst, konditioniert worden, sehr gedrillt worden, sehr bestimmt worden? Ja. Inwiefern? Beschreib mal, was die mit dir gemacht haben. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Also ich bin auch nicht, ich sage mal, jederzeit in der Lage, darüber zu reden, aber ich habe mich heute irgendwie überwunden, dich anzurufen und mal darüber zu reden. Ja. Und das läuft also sehr ultra hart ab. Das sind so Dinge wie, dass du eigentlich total verschleppt wirst. Du weißt gar nicht, wohin. Mhm. Du bist... Also du bist verschleppt von dem Ort, wo du ihn kennengelernt hast, wo dein Zuhause ist, wurdest du irgendwohin verschleppt? Ja. Wie weit entfernt von deinem Heimatort? Weiß ich nicht. Also das geht dann hinten in so einen Kastenwagen rein. Ja, also keine Fenster, hinten die Tür zu, alles dunkel. Und dann geht die Fahrt, du verlierst irgendwann mal das Zeitgefühl, ob das jetzt 2 oder 2,5 Stunden oder 3 dauert, das weißt du nicht. Mhm. Und wo haben die dich dann hingefahren? In das, was man Abrichtungsraum nennt. Ah, und was geschah in diesem Abrichtungsraum? Na, alles, was Mensch sich so vorstellen kann. Da geht's ziemlich hart zu. Also das ist Folter pur, sag ich mal. Also gefoltert wurdest du da? Ja. Geschlagen? Geschlagen, vergewaltigt, fixiert, verbrannt, Elektroschocks, tralala, alles was geht. Warum sollten Zuhälter so etwas machen? Um dich gefügig zu machen. Mhm. Für, ich sag mal, Perversionen zu erfüllen, die irgendwelche Freier bestellen. Ja. Kann man auch sagen, das wurde gemacht, um den Willen und die Seelen zu brechen der Frauen? Richtig, ja, den Willen zu brechen. Seelisch haben sie es ja noch nicht ganz geschafft, obwohl da natürlich auch einiges an Knacks, sag ich mal, zurückgeblieben ist. Aber also in diesem Raum wurde gefoltert, geschlagen, die Haut wurde verbrannt. Ja. Aber das hinterlässt ja Spuren, da bist du ja wieder nicht interessant für Freier, wenn du... Ja, das macht man schon da, dass es entweder einigermaßen wieder verheilt, aber weh tut. Man arbeitet auch sehr gerne mit Elektroschocks, die sieht man ja da nicht, ne? Mhm. Tun aber ultra weh. Was war das Schlimmste, was man da mit dir gemacht hat? Das Schlimmste? Mhm. Soll ich das wirklich erzählen? Ja, bitte, wir reden jetzt drüber. Ja, okay.
Also das Schlimmste sind perverse Freier, sag ich mal. Die, ich sag mal so, wer so eine Abrichtung hinter sich hat, der wird auch gedrillt auf solche, naja, ich sag mal, ganz außergewöhnlichen Wünsche und Dinge, die... Im sexuellen Bereich. Ja. Mhm. Und das sind also Leute, die arbeiten mit Blut oder mit, naja, sehr perversen Dingen halt. Mhm. Fällt mir sehr schwer, darüber zu reden. Entschuldigung, ja, wenn ich da jetzt nicht so direkt bin. Normalerweise bin ich immer sehr direkt, aber... Und in diesem Abrichtungsraum wurdest du oder wurden die Frauen damit vertraut gemacht quasi, damit konfrontiert? Ja, genau. Mit diesen Sachen, mit diesen ganz perversen Dingen. Richtig. Also das ist dazu da, um, ich sag mal, die Konditionierung letztendlich bedeutet den Willensbruch und dass du funktionierst, ja? Wurde auch, ging es auch in Richtung Code? Alles, was geht. Ja, und es gab wohl Dinge, die, sag ich mal, gewisse Freier wollten, wo sie gesagt haben, nee, das geht nicht, das beschädigt die Ware, verstehst du? Also wenn da jemand irgendwie aufschlitzen wollte oder irgendwie sowas. Und du warst ja die Ware. Ja, genau. Und dann sagen sie schon, nee, das geht nicht. Oder sie sagen, ja, okay, dann legst du 1.000 da drauf und dann passt das, ne? Wie oft warst du in diesem Abrichtungsraum? Ja, also anfangs kommst du erstmal 2 Wochen rein, damit du überhaupt, ich sag mal so, in Anführungszeichen jetzt die Grundregeln lernst. Hintereinander? Also du bist 2 Wochen konstant in diesen Räumlichkeiten? Konstant, ja. Alleine oder mit anderen Frauen? Alleine. Ganz alleine? Ganz alleine. Nur es kommen dann ab und zu Leute, die dann mit dir die schlimmen Sachen gemacht haben? Ja, das sind 3 Leute, die wechseln sich ab, ne? Also das geht dann vom Schlafentzug, du hast keine Zeit. Es kommt alle paar Stunden, kommt jemand rein, will was und du musst irgendwas... Das ist ja unfassbar, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, das ist aber gar nicht mal so selten. Das Thema ist nur sehr tabuisiert. Das ist nicht sehr bekannt. Ne? Als diese Zeit in diesem Martyrium dann rum war, da hat man dich da rausgeholt und dich in einen normalen Club eingeführt, oder wie? Nein, überhaupt nicht. Also das geht dann auf, ich sag da mal, sogenannte Orders, ne? Das geht dann auf Befehl. Also da und da musst du dann und dann da und da sein, in dem und dem Outfit und das wird von dir verlangt und fertig aus. Und ach so, wenn das nicht passiert, dann. Ne? Das heißt, du machst dich dann zu Hause fertig? Ja, muss man. Und ja, musst dann in Begleitung wahrscheinlich dieses Zuhälters oder dessen Gehilfen, ja, richtig, dahin fahren. Und dann wird das da absolviert. Das klingt ja unglaublich, was du erzählst. Das ist ja hochkriminell, was ich weiß, ja, wie du es jetzt... ich mach mal jetzt eben einen Sprung. Du hast gesagt, dass du 3,5 Jahre dabei warst. Wie findet man denn aus so einer Hölle wieder alleine heraus? Ja, alleine nicht. Man hat Glück von außen und man hat einen extrem starken Willen. Mhm. Also so ganz haben sie mir nicht brechen können. Und dafür habe ich auch sehr, sehr schwer bezahlt. Wer hat dir geholfen von draußen? Zufall. Man lernt die richtigen Leute kennen. Und, oder was heißt die richtigen, also ich sag mal, vielleicht einfach Schicksal, ja, oder Gottes Fügung oder was auch immer. Ja. Bist du jetzt ganz losgelöst von der Szene oder hast du immer noch Angst, dass dir irgendjemand was tut? Also ich habe noch Angst, deswegen, ich weiß auch ganz ehrlich, ich rufe nicht von meinem eigenen Anschluss an, das ist ein Anschluss einer Freundin, ne? Und ich habe mich auch verpisst, wo ich eigentlich aus meinem ursprünglichen Umfeld. Ja. Das heißt, du hast auch nie Anzeige erstattet? Doch. Doch? Doch, doch. Aber die Polizei konnte nicht viel machen. Weil es war nichts nachweisbar. Mhm. Das heißt, du konntest die ja auch nicht zu diesem Ort führen? Weil du... Nein, weil ich war ja ständig permanent entweder in so einem Kastenwagen, ich wusste gar nicht, wo es hingeht, ob das jetzt nach Norden oder Süden geht, das merkst du nicht, wenn hinten alles dunkel ist. Das weißt du nicht. Oder ob das 2,5 Stunden sind oder 3, das weißt du auch nicht. Waren es nicht ganz bittere Kämpfe, dass sich daraus lösen, als die merkten, dass du dann doch irgendwie nicht so funktionierst, wie sie wollten, die haben dich ja wahrscheinlich nicht einfach dann gleich so gehen lassen. Nein, sie lassen dich nicht einfach gehen. Es gibt sehr viele, sehr subtile Möglichkeiten, sag ich mal, jemanden zu konditionieren. Also das ist ja eine Art Drill. Es gibt einen Moment, wo du funktionierst, aus Angst heraus. Funktionierst klar, einfach. Ja, ne? Ja. Und da kommt ein Befehl rein und du weißt ganz genau, wenn du ihn nicht befolgst, dann gibt's richtig massig Ärger. Also es gibt Bestrafungsaktionen. Ja, umso schwerer stelle ich es mir vor, dann den vorsichtigen Schritten nach draußen zu wagen. Weil man doch immer wieder dann eine gewischt kriegt, sicherlich. Man kriegt irgendwann eine gewischt, aber du bist irgendwann an dem Moment, wo du sagst, ich habe nichts mehr zu verlieren. Du kommst an dem Moment, wo du sagst,
mir ist alles egal, dann sollen sie doch. Wie warst du denn eigentlich damals, zu Beginn dieser 3,5 Jahre, überhaupt in dieses extreme Milieu geraten? Ja, das war durch meinen Ex-Freund. Ja, das ging ein halbes Jahr gut. Mhm. Und, das heißt, der arbeitete auch in dem Milieu? Das wusste ich aber nicht. Ach so. Ne, dass er Connections hatte dahin, das wusste ich nicht. Und es ging ein halbes Jahr alles ganz vollkommen gut und dann nach dem Motto, ich stelle mal jemand vor, dann hatte ich mal irgendwas gemacht, das ihm nicht passte, es gab einen Riesenstreit und ich meine, ich habe meine Meinung gegeigt und ich habe gesagt, hier und so, das funktioniert so schon mal gar nicht. Mhm. Und er sagte, na, dann müssen wir mal sehen, ne? Das kriegen wir schon in die Reihe. Mhm. Ja, und dann ging das so los, das Erste, was passierte, war ein Rollkommando in meiner Wohnung. Da kamen erstmal drei Leute her. Horror. Ja, das tut richtig weh, ich weiß. Mhm. Mittlerweile kann ich drüber reden, es ist jetzt etwas länger her. Was ist der eigentliche Grund deines Anrufes? Der Grund meines Anrufes ist, dass ich weiß, dass sich sehr, sehr viele Frauen in dieser Situation befinden, aber das Thema wirklich absolut tabu ist und keine Sau eigentlich sich traute, darüber zu reden. Was könntest du denn diesen Frauen, wir haben ja aus dem Milieu sehr viele Zuschauer und Zuhörer im Milieu, was könntest du diesen Frauen denn raten mit deinen Erfahrungen, die du hinter dir hast? Ich möchte diesen Frauen raten, dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen. Das ist leicht gesagt, das weiß ich. Mhm. Weil ich bin heute noch eingeschüchtert, wenn jemand irgendwelche Schlüsselworte sagt, ja. Mhm. Das bleibt immer in dir drin, das weiß ich. Mhm. Ja, die Konditionierung ist eine ganz, ganz fiese Sache, weil das ist wirklich so, wir haben das mal spaßeshalber verglichen mit so einer Art Kampfmaschine à la Rambo, ne? Mhm. Die ist auf irgendwas gedrillt und in dem Moment, wo der angegriffen wird, ballert der, ja. Mhm. Ja, und so ähnlich ist das im umgekehrten Fall auch. Ja, in dem Moment, wo jemand irgendwas sagt, funktionierst du. Hast du denn, da ist ja nun sehr viel mit dir angerichtet worden und mit deiner Psyche vor allen Dingen. Hast du danach oder bis heute irgendwie professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Ja, natürlich. Das schon. Mhm. Ja, aber der Witz war, ne? Also, ich sag mal so, man kann gute Psychologen treffen oder auch weniger gute. Mhm. Und mir ist es also wirklich schon passiert, ich habe einer Psychologin gegenüber gesessen und habe versucht, das Thema, sag ich mal, nur im Ansatz anzusprechen, da wurde ihr schon schlecht. Mhm. Ja? Mhm. Und da merke ich dann halt, verstehe. Ja, dass die ist einfach zu zart beseitigt. Ich weiß nicht, wen die sonst behandelt. Vielleicht jemand, der Flugangst hat oder Spinnenangst oder sonst irgendwas. Ja, ja klar, das muss dann auch schon jemand sein, der damit umgehen kann. Ja. Mit solchen Dingen kommt wirklich nicht jeder Psychologe klar. Da brauchst du also schon wirklich Fachleute. Ja. So, Doreen, jetzt rennt uns ein bisschen die Zeit weg. Du hast auf jeden Fall deine Botschaft loswerden können. Das ist quasi der Aufruf an die Frauen, die in dieser Art und Weise betroffen sind, nur im Abrichtungsraum gibt es keinen Fernseher, das weiß ich auch, und auch kein Radio. Das ist schon klar. Wenn es schon so weit gekommen ist, ja. Also, was soll ich sagen? Ich möchte halt, dass das Thema mal wirklich so angesprochen wird, dass es wirklich sehr, sehr heftig ist. Ich bin gespannt, vielleicht kriegen wir diesbezüglich noch andere Rückmeldungen im Laufe der Woche oder heute, dass andere Frauen so etwas erzählen. Kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, gerne. Okay. Gerne, ich würde gerne mit ihr reden. Hm? Ja, vielleicht. Ach Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wir machen mal so. Ganz praktisch. Du legst auf, meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und dann musst du auch gar nicht mehr aufgeregt sein, weil ihr beide dann ganz unter euch seid. Okay. Ich danke dir für das, was du erzählt hast, für den Mut vor allen Dingen. Es hat mich auch sehr viel Zeit gekostet. Glaube ich, ne? Das glaube ich ja. Mhm. Wie gesagt, das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Ja. Ach so, was ich noch ansprechen wollte, ich habe jetzt einen Mann kennengelernt und da habe ich auch wieder so ultra Angst, ne? Mhm. Und vertief das mal mit der Anja gleich. Mit der Anja. Okay. Doreen, ich wünsche dir alles Gute und weiterhin gute Genesung dieser schweren psychischen Verletzungen, die dir angetan wurden. Alles Liebe. Schule. Ich bin auf dem guten Weg. Ja. Und ich wünsche allen Frauen, dass sie da rauskommen, wenn sie sowas erleben. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit einer ganz tollen Sendung. Dankeschön, Doreen. Und ja. Wir machen das so. Du legst auf und wir rufen zurück. Okay, okay. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer. Ihr Lieben, unser Thema diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Geschichten aus der Dunkelheit. Da hätte Doreen eigentlich auch anrufen können. Das hätte auch gepasst. Ich möchte gerne mit euch über die Nacht reden, was alles so in der Nacht schon
passiert ist, im Dunkeln passiert ist, was ihr so für Erinnerungen habt, wenn ihr Dunkelheit oder Nacht denkt und so weiter. Geschichten aus der Dunkelheit, unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und hier ist Peter und Peter ist 42 Jahre alt. Hallo Peter. Ja, Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal ganz großen Lob an deine Sendung. Dankeschön, danke, danke. Also schaue mir sehr oft an. Ja. Und ich rufe eigentlich an wegen dieser Bundestagswahl. Oh ja. Die ja eben auch kein Ende nimmt. Die wirklich kein Ende nimmt. Wir sind alle schon ermüdet und können es gar nicht mehr sehen. Jeden Tag dasselbe im Fernsehen. Genau. Ich habe mir heute zum Beispiel Kerner angeschaut. Mhm. Und ich finde, dass dieser Wahlkampf, der ist immer noch nicht zu Ende. Ich habe keiner nicht gesehen. Wer war da? Da war die Roth war dabei. Ja, die Claudia Roth von den Grünen. Ja, mhm. Dann war der von der CSU, der Gloß. Ja, nee, nicht Gloß. Der Koch war mit dabei von, mhm, von der CDU, von dann dieser bayerische Ministerpräsident. Herr Stoiber? Nicht Ministerpräsident. Das ist egal, also ich merke schon, es war ziemlich gemischt von allen Parteien. Ganz genau. Ja. Mhm. Und was ich eigentlich recht gut fand, war am 3., am Feiertag, als der Schröder eigentlich meiner Meinung nach jetzt endlich mal Butter bei der Fische machen wollte. Aber es scheint ein Bluff gewesen zu sein. Ne? Heute ist es wieder anders. Ja. Ja. Und vor allen Dingen hat er sofort dieser Müntefering, mhm, hat er sofort prompt dagegen gerudert und hat weiterhin diesen Anspruch, mhm, auf die Kanzlerschaft. Also, ich muss dir sagen, mir geht das auch tierisch auf den Senkel im Moment. Ich will, dass das Land regiert wird und dass ordentlich was getan wird. Und dieses gebetsmühlenartige Runterleiern der Standpunkte geht mir total auf die Nerven mittlerweile. Richtig. Die sollen sich zusammenraufen und die sollen eine Regierung bilden. Und ich muss auch sagen, dass Herr Schröder immer mehr in meinem Ansehen verliert, indem er da klammert und klammert und klammert und klammert. Er sollte wirklich loslassen. Ich hatte auch schon zu deinen Kollegen gesagt, weil man fragte mich also, was ich meiner Meinung nach machen würde. Mhm. Also ich würde keine von den beiden jetzt an die Macht lassen oder die Kanzlerschaft machen lassen, mhm, sondern wirklich einen anderen. Warum? Warum? Weil dieses Hickhack um die Frau Merkel, mhm, meine ich schon, dass sie vielleicht auch schon innerhalb der Partei, man sagt zwar nicht offiziell, aber schon irgendwo an ihrer Macht verloren hat. Ja, sagt man. Aber ich meine, sie war die Spitzenkandidatin. Ja. Wer CDU gewählt hat, hat sie gewählt. Das passt nun mal vielen Leuten nicht, dass die CDU, CSU die stärkste Fraktion geworden ist. Aber das muss man dann auch irgendwann auch als souveräner Verlierer akzeptieren. Das auf jeden Fall. Und man kann sich ja nicht immer einen neuen Kandidaten aussuchen, nur weil der eine schöne Augen hat, der andere hat hässliche Lippen und weiß ich was. Oder also ich finde es fast schon wirklich mittlerweile ärgerlich, wenn man immer wieder sagt, das trauen wir ihr nicht zu. Also, sie ist nun mal die Spitzenkandidatin gewesen und nun soll sie es machen. Das ist richtig, aber ich denke mal, dass zwischen der CDU und der SPD, meine ich, war total irgendwo baff, als ich an diesem Wahlsonntag die erste Hochrechnung gesehen habe, ja, um 18 Uhr, als die CDU so wirklich für mich auch dramatisch. Wirklich auch verloren hat. Sie sind erst einmal beide verloren. So, wer wäre denn deine, wenn du zu entscheiden hättest, oder dein, sag mal, deine Wunschvorstellung, wer sollte Bundeskanzler werden, wer sollte Stellvertreter werden, Vizekanzler? Als Bundeskanzler würde ich gerne den Herrn Wulff nehmen, mhm, weil ich, wenn ich den mal wirklich in Wahlveranstaltungen gesehen habe, er wirklich sehr sachlich rübergekommen ist, aber weniger emotional. Mhm. Und als Vize, gute Frage, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Mit dem Wulff, das finde ich immer ausgesprochen kurios, dass der in allen Umfragewerten so weit oben steht, ja, und er ja eigentlich gar nicht so viel in Erscheinung tritt. Ja gut, er mich in Talkshows und so, aber dass er so beliebt ist und die Leute ihn so, vielleicht liegt es auch darin, dass der hat ja so ein ziemlich, ja, das könnte auch so ein Angestellter irgendwo in der Bank sein oder so. Ja. Ne? Also ein harmloses, äußeres Image. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, gut, vielleicht liegt es daran, ja. Ja, aber sagen wir mal, er wirkt auf mich, das, was ich von ihm so gehört habe, sehr positiv halt. Was glaubst du denn, warum die SPD und der Kanzler so einen
so ein Taktieren offensichtlich im Moment da vollziehen. Mit, so wie gestern sagte er, ich trete vielleicht zurück, oder die Formulierung habe ich jetzt nicht im Kopf, und heute wieder dagegen. Partei. Was glaubst du? Der Schröder sagte, er legt halt das in die Hände der Partei. Mhm. Und da habe ich wirklich gehofft, als das rauskam, diese Meldung, dass es jetzt endlich mal einen Schritt vorangeht. Ist mir klar. Was meinst du, was dahinter steckt? Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Was glaubst du? Ich denke mal, um die Angela Merkel wirklich mürbe zu machen. Vielleicht, ja. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Also ich glaube auch, egal auf welcher politischen Seite man im Moment steht, dass die meisten Bürger und die meisten Wähler einfach mittlerweile die Nase voll haben. Richtig. Ne? Das Land hat so viel, es liegt so viel an zu tun, es hat so viele Probleme, es gibt so viele Probleme zu lösen, und alles steht ja im Moment still. Richtig. Es wird ja nur verwaltet, und aber es wird ja nicht regiert, es wird ja nichts getan. Ich bin wirklich das Nötigste an Tagesgeschäft erledigt. Was ich heute der Fischer oder gestern gesehen habe bei diesen Beitrittsverhandlungen für die EU, habe ich mir auch so gedacht, was mögen wohl die anderen von dem jetzt halten? Die nehmen den gar nicht mehr ernst, weil er gar keine Macht mehr hat. Richtig. Ja klar, so ist es. Ja. Ich bin so gefragt, auch der ist ja eh bald weg. Gucken, wer dann kommt. Mhm. So, genau so ist das, ja. Und was du auch gerade sagtest, wir stehen wirklich still. Es werden keinerlei Entscheidungen, auch gerade was... Die größte und stärkste Nation in Europa hat... im Moment keine ordentliche Führung. Und das finde ich schlimm. Und die lachen sich alles voll. Ja. So, also wir verfolgen das weiter und hoffen, dass sich die Lage bald ändert. Und zwar schnellstens. Aber schnellstens. Sonst werden wir da mal anrufen, ne? Okay, Peter. Genau. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hier ist Christian. Christian ist 25. Nee, Christian ist gar nicht hier. Hier ist Michaela. Michaela ist 35. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Michaela. Guten Morgen. Guten Morgen, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Deswegen rufst du mich an? Es geht darum, dass ich in einer Beziehung seit knapp einem Jahr bin mit einem Mann, den ich halt übers Internet kennengelernt habe. Mhm. Und ja, in der Beziehung bin ich halt seine Sklavin, und er ist halt mein Herr und Meister. Ach so. Und eine Sadomaso-Beziehung. Nein. Das sagt sie Ihnen von den Kollegen. Es geht gar weniger damit, dass es halt darum geht, dass er mir halt Schmerzen zufügt, also körperlichen Schmerzen. Darum geht's nicht? Nee, das sind sicherlich Maßnahmen, die zur Erziehung beitragen, aber die eigentlich nebensächlich sind. Es geht eigentlich eher, dass es halt um eine Beziehung geht, wo ich mich mehr meinen Gefühlen, meiner Liebe zu ihm halt total aufgebe. Wie sieht denn das konkret aus? Was? Also er ist dein Herr? Er kontrolliert mein Leben einfach. Mein Mann, ich. Er ist mein... Also du musst alles, du hast alles in seine Hand gegeben, was deine Person anbelangt. Ich bin total transparent für ihn eigentlich. Mhm. Wie sprichst du ihn an? Als Herr und Meister. Herr und Meister. Ja. Herr, sagst du immer Herr und Meister oder Herr oder Meister? Herr und Meister. Herr und Meister. Ja. Das heißt, sehe ich ihn auch. Du musst ihn fragen, bei jeder Anschaffung, die du machen möchtest. Genau. Ja, es ist halt, dass ich alles mit ihm eigentlich bespreche. Hat er eine Beziehung? Nein. Also ich gehe mal davon aus. Ja. Wie oft seht ihr euch? Bitte? Wie oft seht ihr euch? Das ist halt Unterschied, weil er halt im Ausland viel beruflich tätig ist. Mhm. Entschuldige, ich bin ziemlich nervös. Mhm. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Nein. Aber wenn er in Deutschland ist, wohnt er in deiner Nähe? Wir sehen uns eigentlich immer meistens nur für so ein paar Stunden. Ach so. Wir haben uns zweimal für eine Nacht gesehen. Erst zweimal für eine Nacht? Ja. Obwohl ihr ein Jahr schon diese Beziehung habt? Ja. Die eine totale Unterwerfung deiner Person darstellt? Ja. Geht das auch in Sexuelle? Ja. Also ich vertraue ihn absolut. Ich bin jemand, der vom Naturell her eigentlich niemandem vertraut, aber er hat es einfach geschafft. Ja. Ist die Sexualität im Rahmen des Normalen oder passieren da auch ungewöhnliche Dinge? Nichts, was ich nicht will. Aber du willst alles. Du nimmst alles hin. Ja, es ist halt, er tut mir nicht weh. Also er schlägt dich nicht? Nein, also ich meine, klar hat er mich schon mal gepeitscht, aber es war halt einmal einfach so von beiden Seiten her, dass es
dass das schon gewollt war und er auch zurückhaltend ist. Das ist das erste Mal, dass er sagt, dass er die Beziehung in dieser Form auch hat. Also es war immer so ein Traum von ihm. Wir haben uns kennengelernt und er hat halt ziemlich schnell gemerkt, dass ich von Natur aus ziemlich devot bin. Ja. Hast du, bist du berufstätig? Ja. Was machst du vom Beruf? Wenn du das nicht sagen möchtest, dann sag's nicht. Ich bin im Medienbereich. Im Medienbereich. Also in der Gestaltung. Ja. Das heißt, du hast dein Einkommen, dein eigenes Geld. Hat er auch Verfügung über dein Geld? Theoretisch gesehen, ja. Weil er hat Zugang zu meinem Konto, was er dafür braucht, um darüber zu verwalten. Ja, aber das macht er nicht. Er kontrolliert es nur. Also er gibt ja auch nicht ein bestimmtes Taschengeld und sagt, damit musst du auskommen? Das geht eigentlich mehr darüber, dass er sagt, also ich meine, ich verdiene nicht viel. Ich habe einen Sohn, für den ich Unterhalt zahlen muss. Und dass ich damit hinkomme, dass er mir eigentlich eher versucht zu helfen, mit dem wenigen Geld, was ich habe, halt klarzukommen. Ach so. Also, du findest es schön, erniedrigt zu werden? Frage ich jetzt so, ich meine es nicht provokativ. Ich weiß nicht, so dargestellt ist, hört sich das falsch an. Es ist schön, für ihn erniedrigt zu werden, sondern es geht mir darum, ich fühle mich das erste Mal ernst genommen als Mensch. Als Frau. Als Frau fühle ich mich noch nicht mal. Also ich würde mich nicht als gleichstellen, als eine Frau, als an sich würde ich mich nicht. Das sage ich noch immer wieder. Ich bin nicht normal wie jede andere Frau. Das ist natürlich, wenn man im ersten Moment das hört, ein bisschen seltsam zu verstehen. Ich fühle mich zum ersten Mal ernst genommen, wenn man wiederum in so einem Verhältnis zu jemandem steht, wo man ja alles wegdelegiert hat. Und, aber trotzdem. Wenn du dir ein paar Schuhe kaufen willst, musst du fragen, darf ich das? Ja. Sag mir noch mal ein paar Beispiele aus dem Alltag, damit ich mir das noch klarer vor Augen führen kann. Was musst du ihnen alles fragen? Es geht halt schon so. Ich meine, es ist fest geregelt. Er weiß, was ich habe, jeden Monat ihm eine Aufstellung zu machen, was für feste Kosten ich habe, was für Geld ich zur Verfügung habe. Ich sehe es halt in dem Sinne, das ist auch nicht mein Problem. Es ist halt einfach so, er glaubt nicht daran, dass ich das wirklich sein will. Also er zweifelt immer wieder an mir. Egal, was ich mache, er zweifelt immer wieder daran, dass ich das wirklich will. Achso, und je mehr unterwürfig du bist, desto mehr beweist du ihm, dass es auch so ist. Genau, aber umso mehr ich es einfach tue und einfach in meiner der Perfektion zu werden von dem, was er auch von mir möchte. Hast du ihn um Erlaubnis gefragt, ob du hier heute anrufen kannst? Oh, das ist aber schon hart, ne? Ja, ich weiß. Das hättest du tun müssen. Ich weiß. Warum? Er wird auch morgen kommen. Also wir sehen uns morgen sehr wahrscheinlich. Also es ist halt nicht, ich weiß nie 100% sicher, ob wir uns sehen werden. Warum hast du dich denn entschieden anzurufen? Ja, weil wir halt einige Konflikte in der letzten Zeit haben, wo wir uns halt, wenn wir trotzdem Streitigkeiten kommen, weil er halt ständig alles anzweifelt, was ich halt tue. Achso, es geht gar nicht darum, dass er dich zu sehr erniedrigt, sondern es geht darum, dass er dir nicht glaubt, dass du mit ganzem Herzen dich erniedrigen lässt. Ja, dass ich halt einfach wirklich komplett alles tue, dass mein ganzes Leben auf ihn ausgerichtet ist. Da ist er misstrauisch. Ja, und egal was ich tue. Versuch mir mal, der relativ normal gestrickt ist. Relativ normal gestrickt ist. Ansatzweise zu erklären. In dieser Frage liegt keine Wertung. Missverstehe mich bitte nicht. Nein. Ich stehe dazu, weil ich bin. Ja, das zu erklären, warum man so funktioniert und warum man das als schön empfindet, wie du da dein Leben im Moment gestaltest. Warum man so funktioniert, na schön, das ist halt eine gute Frage. Warum tue ich es? Ich weiß, es ist mein Naturell, sage ich mal so. Ja, ich habe schon immer mich gerne, war immer schon so, dass ich von klein auf halt, ich meine, es hängt halt, ich komme aus einer großen Familie, dass es immer so war, dass ich halt diejenige war, die nach denen zu tanzen hatte, was andere wollten. Ach so, du warst immer die Dominante quasi nach außen. Das war so von der Familie schon immer so, dass ich die dominiert wurde. Mir wurde immer gesagt, ich gehöre eigentlich nicht dazu, ich bin anders und. Ach so, hab ich missverstanden. Ich habe auch schon seit Jahren keinen Kontakt zu meiner Familie. Wie war das denn in den anderen Beziehungen? Du sagst gerade, du hast ein Kind. Ja. Das heißt, da waren schon andere Beziehungen, andere Männer. Ja, relativ. Also was andere Beziehungen betrifft. Ich hatte meinen ersten Freund mit 15 halb gehabt und mit dem war ich halt auch,
halt über 12 Jahre zusammen. Ach so. Mit dem habe ich einen Sohn zusammen. Wir waren nicht verheiratet. War das denn, war das eher eine gleichberechtigte Beziehung oder warst du da auch eher die Devote? Es war devot, es war halt eine andere Form devot, sondern dass er halt sein Leben gelebt hat, seinen Spaß gehabt hat. Mhm. Ich habe halt vieles unterstützt. Ich meine, mein Sohn lebt mittlerweile bei ihm. Würdest du sagen, je mehr dein Freund, dein Herr und Meister dir glaubt, dass du wirklich so unterwürfig bist, desto glücklicher bist du? Ja, klar. Aber er, umso mehr ich eigentlich dafür tue, umso mehr zweifelt er es an. Mhm. Das Gefühl habe ich. Vielleicht ist das auch ein Spielchen, kann das sein, um das Ganze noch mehr auf die Spitze zu treiben? Das sage ich ihm ja auch schon mal, ob er eigentlich noch mit mir spielt, weil mir ist ernst, ich finde das schon, ich meine, sagen, ich habe, klar, in meinen 35 Jahren habe ich schon einiges erlebt und sicherlich nichts Schönes, also ich möchte auch nicht in so in die Dinge meiner Vergangenheit reingehen. Also da würde ich, glaube ich, im Rahmen deiner Sendung sprechen. Mhm. Da hatte mein Psychiater damals schon gesagt, also es reicht. Aber es geht einfach darum, dass ich habe mein Glück darin gefunden. Würdest darum du sagen, geht's ja. Ja, würdest du sagen, dass du diesen Mann liebst? Ja, ja. Absolut. Definitiv. Ich habe noch keinen Menschen so geliebt wie ihn. Und wenn dieser Mann, dein Herr und Meister, wenn der andere Frauen nebenher hätte, würdest du das dulden? Nein. Nein, das nicht? Damit käme ich nicht klar. Also ach so. Ich würde damit, daran würde ich kaputt gehen. Ach so, also da ist ja dann eine klare Grenze, ne? Dass du, ja. Man könnte auch sagen, das hat dir egal zu sein. Dein Herr und Meister könnte zu dir sagen, Mädchen, das geht dich überhaupt nichts an, was ich mache. Du hast so zu funktionieren, wie ich das gerne möchte. Nein, aber das ist halt, deswegen sage ich ja, das ist nicht dieses Typische, ja, was man darunter versteht. Mhm. Das ist es halt nicht. Also so, jetzt ist die Problematik, ich greife das nochmal auf, dass er dir nicht glaubt, dass du so devot bist, wie du im Moment... Dass ich das wirklich will. Mhm. Er glaubt mir einfach nicht. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass wir keine... Er hat auch in der Vergangenheit, was auch mit dazu, glaube ich, führt, dass er halt diese Form der Beziehung will, ist halt einfach, der hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, dass sein Beruf, dass er wenig da war, sondern viel unterwegs ist, dass er betrogen worden ist. Jetzt bin ich natürlich, das sage ich dir offen, völlig überfragt, wie man in dieser Situation glaubwürdig noch devoter ist. Ich meine, das weiß ich nicht. Absolut alles. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass du sagst, dass das ein Lebensmodell ist, das für dich gut ist. Ja. Ein Lebensmodell, das viele Menschen als befremdlich empfinden werden. Das will ich klar, ja. Aber wie du das jetzt noch optimieren kannst und wie du ihm glaubhaft versichern kannst, dass das wirklich so alles ist, wie du es ihm widerspiegelst, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist so speziell. Ja. Das weiß ich nicht. Dafür müsste ich auch mit dem Mann mal reden, was mit dem, wie der gestrickt ist, wie der funktioniert. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Der würde da nicht zu reden. Nein. Der würde mit dir, glaube ich, nicht darüber reden, wenn ich das erzähle. Oder? Ist mir klar. Obwohl, ich habe auch schon mal hier mit einem Herrn und Meister gesprochen. Ja, das mag schon sein, aber ja. Er ist auch jemand, der introvertiert ist. Also der nicht so nach außen hin. Also der... Ich kommuniziere das schon indirekt ziemlich offen nach außen, was ich bin. Ich mache dir folgendes Angebot. Dieses ist wirklich so mega speziell. Ich glaube auch nicht, dass meine Psychologin damit klarkommt. Das ist wirklich eine Insider-Welt. Das ist für mich ja selber in dem Sinne neu. So, ich mache folgenden Vorschlag. Ich weiß hundertprozentig, dass sicher eine ganze Menge Menschen jetzt gerade zugehört haben oder zugeschaut haben, die so ähnlich ticken wie du. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit rauszufinden. Ja, die vielleicht sogar auch schon mal in so einer Problematik standen. Ich sage den Leuten einfach mal, die mögen uns mailen unter domian@wdr.de. Das ist nett, weil das, was ich im Internet nur finde, das sind einfach nur ja wirklich diese SM-Praktiken. Genau, so. Und dann kannst du dich mit diesen Leuten austauschen. Ja. Ne? Da du dich ja nicht als seelisch oder psychisch erkrankt empfindest. Nee. Sondern du suchst einfach nur irgendwie einen Info-Austausch, ne? Jetzt mal salopp ausgedrückt. Ja, sag mal, normal ist relativ, oder? Nein, ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie geistig irgendwie krank bin. Mhm. Also, ja, aber auf jeden Fall hast du keinen Leidensdruck durch diese Veranlagung, das nicht. Mhm. Ja, das ist halt einfach, das ist, ich meine, ich fühle mich wirklich das erste Mal zu jemand zugehörig, ja, und auch hier das erste Mal sage, ich bin angekommen. So, Michaela, wir machen das genauso, wie ich es gerade vorgeschlagen habe, und ich verspreche dir, wenn da was ankommt,
Kriegst du die Mails, wir kommunizieren mit dir und dann kannst du entscheiden, wen du anrufst oder zurückmailst, wen du zurückmailst. Okay? Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Geschichten aus der Dunkelheit heißt unser Thema übermorgen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wenn ihr zu diesem Thema mit mir sprechen wollt, Geschichten aus der Nacht, was euch in der Nacht alles schon passiert ist, was ihr mit Nacht verbindet, mit Dunkelheit verbindet, Schönes, Skurriles, Schlimmes, Grauenhaftes, Erotisches, was auch immer, dann meldet uns schon mal unter domian@wdr.de. Mein prominenter Gast am Samstag ist ein ganz großer Star. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Nämlich Jürgen von der Lippe. Einer der ganz großen Entertainer, die wir in Deutschland haben. Jürgen von der Lippe, Samstagabend mein Gast in der Promi-Runde. Christian, 25 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo, Domian. Jo, um was geht's bei dir, Christian? Ich habe ein Problem, und zwar bin ich seit 25 Jahren, oder habe ich das Problem. Oh ja, die Leitung ist super schlecht. Was ist seit 25 Jahren? Ja, zwar ist es so, dass ich seit 25 Jahren ein Problem mit Ines habe. Ich verstehe es nicht. Wir müssen, glaube ich, nochmal neu wählen. Wir machen einen Versuch noch, und wenn das nicht klappt, dann wählen wir dich nochmal neu an. Du hast seit 25 Jahren was? Problem mit meinem Penis. Mit deinem Penis? Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Warum? Ich habe eine, als Kind, als ich eine Operation, was mir bekannt, eine Harnröhrenveränderung. Nee, so geht's nicht. Christian, pass auf, leg du mal bitte auf, meine Regie ruft dich nochmal an, die Leitung ist so schlecht, das kriegen wir nicht hin. In der Hoffnung, dass wir dich gleich besser, also du musst aber auflegen, damit wir neu agieren können, okay? Alles klar. Jo, bis gleich. Jetzt frage ich meine Regie, mit wem es weitergeht. Ich frage mal meine Regie, mit wem es weitergeht. Ich kriege hier immer zu einen Namen gesagt, den lese ich aber hier nicht. Meine Regie lässt mich jetzt im Trocknen hier stehen. Hier ist Silke und Silke ist 30 Jahre alt. Hallo Silke. Ja, hallo. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Um Fremdgehen. Um Fremdgehen? Ja, genau. Wer ist denn fremdgegangen? Ich. Und ja. Du bist wie lange in einer Beziehung schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Verheiratet? Ja. Kinder? Ja. Wie viel? Eins. Wie alt? 3,5. So, jetzt bist du einmal fremdgegangen. Ja, genau. Oder mehrfach fremdgegangen? Nein, einmal. Wie kam es dazu? Ja, sagen wir so, mein Mann hat mich dahin getrieben. Also, dein Mann hat dich dahin getrieben? Ja, wie soll man das erklären? Puh. Ja, also, der zeigt halt nicht so die Gefühle oder so. Der ist halt nicht offen oder... ist halt nie da oder auch was auch immer. Es fällt mir gerade auch ein bisschen schwer zu erzählen. Ja, also nach 7 Jahren Gemeinsamkeit kann sowas natürlich auch schon ein bisschen irgendwie in die Routine übergehen oder erschlaffen. Er ist nicht aufmerksam zu dir? Ist er zärtlich zu dir? Nein. Auch das nicht? Wie, nein. Wie läuft es im Bett? Ganz beschissen. Auch nicht gut? Nein. Mhm. Wobei mein Problem ist, der Neue, der ist auch verheiratet und hat 2 Kinder. Ja. Ich habe eine Bitte an dich, Silke. Kannst du den Ton von deinem Fernseher mal ganz weg? Ja, habe ich gerade gemacht, weil das irritiert mich. Das irritiert, ja. Abgesehen von der ganzen Thematik Erotik und Freundlichkeiten und so etwas, wie funktioniert euer Alltag miteinander? Oh, wir sehen uns ganz selten, also weil der ist auch nur am Arbeiten und ja. Also das klingt alles nicht toll. Nee. Und diesen anderen Mann, mit dem du jetzt fremdgegangen bist, in welchem Rahmen hast du den kennengelernt? Wo hast du den kennengelernt? Auf Arbeit. Auf der Arbeit. Ja. Und es ist wirklich einmal erst passiert? Ja. Normalerweise habe ich gedacht, das passiert mir nie, aber naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, klar. Würdest du sagen, dass du dich ein bisschen in den verknallt hast, oder war es ein reines... Derbe. Also, aber derbe sogar? Ja, von seiner Seite auch. Weil bei ihm ist dasselbe, weil mit seiner Frau kommt er halt auch nicht klar und er fühlt dasselbe halt wie ich und jetzt wissen wir halt nicht weiter. Oder er hat mit seiner Frau noch sein Haus, was er fertig bauen will, und das ist alles ein bisschen kompliziert halt. Wie lange, wann war das? Wann habt ihr miteinander geschlafen? Och, das war jetzt erst letzte Woche, also wir kennen uns jetzt 5 Wochen und haben halt
der hat halt, er wollte halt noch lange, lange warten, aber ja gut, irgendwann kann man halt nicht mehr. Ach so, ihr habt euch vorher, also ihr arbeitet zwar zusammen, aber seid nicht jeden Tag auf der Arbeit miteinander dazu gange. Nein. Und habt euch dann erst ein bisschen kennengelernt? Ja, genau. Und dann ist es zum Sex gekommen? Ja, erst nach vier Wochen so ungefähr. Mhm. Also er wollte halt noch ziemlich lange warten, aber irgendwann ist er halt doch dazu gekommen. Ja. Also er braucht das nicht unbedingt, sagen wir mal, so wie mein Mann jetzt, oder dass er drängelt oder irgendwas will, was ich halt nicht will. Ne? Weil mir halt früher in meiner Vergangenheit viel passiert ist und... Mhm. Würdest du sagen, dass die Ehe eigentlich, wenn du ganz ehrlich drauf guckst, dass sie kaputt ist, dass sie erloschen ist? Ja, die ist kaputt. Mhm. Also da ist keine Hoffnung mehr, dass man irgendwie noch was hinbiegen kann? Nein. Nee. Keine Sehnsucht mehr nach diesem Mann? Nee, vor allen Dingen ist jetzt alles für den Neuen da. Mhm. Wenn ich jetzt mit meinem Mann ins Bett gehen würde, dann würde es für mich ein Gefühl sein, da würde ich jetzt meinem Mann gegenüber so, meinem Neuen jetzt meine ich, fremd gehen. Also verstehe. Umgekehrt jetzt. Umgekehrt, ja. Ich könnte mit meinem Mann jetzt halt nicht mehr ins Bett gehen. Mhm. Aber das sind ja ganz entscheidende Aussagen, die du da machst, nämlich über deine Ehe, dass die Ehe Vergangenheit, diese Ehe gehört der Vergangenheit an. Mhm. Ja, praktisch. Praktisch, ne? Ja. Mhm. Da ist aber auch kein Funken mehr, dass du sagst, ich würde es vielleicht nochmal versuchen mit ihm. Und nee, ich habe es auch schon oft genug versucht. Ich habe 7 Jahre lang versucht praktisch. Er ist ja nie, also ganz am Anfang, ja okay, da ging's, aber es ging immer mehr zum Schlechten über. Und ich habe immer alles dulden lassen und... Ich bin ja praktisch nur seine Putzfrau und halt, ne? Hast du zwischendurch denn mal auch protestiert und hast gesagt, so geht das nicht weiter und hast dich beklagt, aber... Praktisch, ich musste nur immer für ihn da sein und zum Beispiel halt nicht für das Kind. Sobald ich für das Kind da bin, dann wird er eifersüchtig. Ach, das auch noch? Ja. Und das auch noch? Mein Sohn, der merkt das halt und sagt halt, böser Papa und so. Und jetzt bin ich halt auch die böse Mama. Er will halt nicht mehr nach mir hin und so. Warum? Das kriegt er alles mit, weil es wird alles von den Kleinen abgespielt, von dem Kind. Mhm. Achso, der Streit dann auch zwischen euch beiden. Ja. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist so schlimm, dass man, egal ob da jetzt ein neuer ist oder nicht, schon sagen muss, so schnell wie möglich müssen da neue Verhältnisse geschaffen werden. Mhm. Nämlich, dass du aus der Ehe rauskommst. Mhm. Das ist, glaube ich, das A und O. Was dann mit dem Neuen wird, das ist eine zweite Geschichte. Aber das Erste ist, dass du Ordnung in dein Leben bringst. Denn in deinem Leben war offensichtlich in den letzten Jahren keine Ordnung. Nee. Du warst unglücklich, unzufrieden und jetzt muss das Kind das auch ausbaden. Mhm. Ja, ich krieg den auch nicht mehr in... Wie wird er reagieren, wenn du sagst, ich will mich trennen, wir wollen uns scheiden lassen? Habe ich ja schon. Hast du schon gesagt? Will er nicht. Mhm. Oder er will es immer wieder versuchen und er sieht da nicht ein. Mhm. Aber er weiß noch nichts zu einem Neuen, ne? Nein, er vermutet vielleicht, aber gesagt habe ich da noch nichts. Also, ganz, ganz klare Meinung von meiner Seite aus, Silke, raus aus der Ehe, raus aus der Beziehung. Wie du das am besten anstellst und mit welcher Unterstützung, vielleicht auch nötigen Unterstützung, können wir dir gerne noch ein bisschen behilflich sein, auch was die Frage des Kindes anbelangt. Aber raus aus der Beziehung und dann sehen, wie sich das mit dem Neuen entwickelt. Vorsichtig, ich würde mich da auch nicht jetzt direkt in eine andere Beziehung voll und ganz reinstürzen. Ja, aber er hat halt, er ist halt so, er hat mir das, er gibt mir das, was ich halt noch nie habe, gehabt hatte, oder, ne, also, da fühlt man sich sicher wohl und man denkt halt nicht mehr an irgendwas, was früher passiert ist, sondern man kann halt richtig abschalten. Ja, ich meine auch nicht, dass du das jetzt nicht leben sollst, aber ich meine in dem Sinne nicht gleich heiraten und sowas, ne. Das schön langsam erstmal sich entwickeln lassen. Mhm. So, was jetzt vielleicht so die nächsten Schritte anbelangt, würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Mhm. Ja? Mhm. Also raus aus der Ehe, meine klare Meinung. Mhm. Du legst bitte auf, Anja, meine Psychologin ruft dich an. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mario. Mario ist 27. Hallo Mario. Ja, hallo Domian. Hallo Mario. Hallo, erstmal freut mich, dass ich durchgekommen bin und wollte sagen, dass ich deine Show super finde. Danke sehr, freut mich, dass du sagst. Ja, danke schön. Mario. Ja, warum ich anrufe ist, es geht um mein Sexleben. Mhm. Und zwar, ich bin mit meiner Freundin schon 5 Jahre zusammen und wir hatten ein ausgeprägtes Sexleben. Mhm. Aber jetzt in den letzten Jahren ging das immer schleichend weniger. Mhm. Also ich wollte eine Woche, 2, 3, 4 und jetzt ist es schon ein halbes Jahr. Und sie sagt immer, ja,
Morgen und die typischen Ausreden, Migräne, Kopfschmerzen. Ach so, das heißt, sie will nicht. Sie will nicht. Du würdest noch wollen. Ich würde wollen. Du wirst wollen, ja. Ja, und ich fragte auch, ob sie mich noch lieben würde. Sie sagt zwar ja, aber ich zweifle da mal so ein bisschen dran. Weil da natürlich nichts rüberkommt. Ich dachte, geh mal mit mir schön essen abends oder sonst irgendwas. Und das mache ich dann auch, aber trotzdem passiert da nicht viel. Hängt ihr denn viel aufeinander? Also wohnt ihr zusammen? Ja, von mir. Wir haben uns kennengelernt damals und vom ersten Tag an wohnen wir praktisch zusammen unter einem Dach. Machst du mal den Ton auch bitte ganz weg von deinem Fernseher? Ja, sicher, kein Problem. Irritiert zum Hintergrund. Ja, habe ich. 5 Jahre, jeden Tag quasi. Ja. Jeden Tag. Jeden Tag. Abgesehen von dem Sexuellen, wie verhält sie sich denn sonst so dir gegenüber? Aber unser Verhalten ist eigentlich auch super kumpelhaft, ne? Und Liebe ist auf jeden Fall da, also von meiner Seite aus, von ihr auch, das spüre ich manchmal auch schon so, aber eben, wie gesagt, das Sexualleben ist eigentlich... Sie hat keine Lust mehr. Im Moment nicht. Aber sie sagt es nicht. Ne? Also sie, so wie du gerade, wie ich dich gerade verstanden habe, sind das so Ausreden. Ja, sie sagt, ich hätte schon Lust, aber heute irgendwie keinen Bock und so und vielleicht morgen. Gut, das kann man vielleicht einmal sagen, auch zweimal, aber dann irgendwann wird es dann auch ein bisschen öde. Das, ja, richtig. Immer so zu sagen. Ja, ich habe zu ihr gesagt, ich gehe dann irgendwie in den Puff oder so und dann hat sie zu mir gesagt, ja, dann kannst du deine Sachen packen und gehen. So, ne? Das will sie natürlich auch nicht. Also, klar gesagt, sie lässt dich nicht ran, aber du darfst auch nicht irgendwie ausscheren. Genau, richtig. Also ich bin dann in der Zwickmühle und wir sind schon 5 Jahre zusammen und ich liebe meine Frau natürlich abgöttisch. Ja, schlimm ist, dass sie nicht ihren Mund aufmacht. Dass sie nicht, vielleicht ist ja sogar noch irgendwas anders im Busche. Man weiß es ja nicht. Irgendeine Unzufriedenheit oder irgendwas. Ja, ich bin zurzeit arbeitslos. Und ich muss jetzt zunächst eine Therapie machen. Warum? Ja, für einen Drogenentzug. Und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie Knochen hängt oder so. Ich weiß es nicht. Drogenentzug, das heißt, du warst auf Drogen in den letzten Zeiten. Ja, jetzt, im letzten Jahr war ich auf Drogen, genau. Ach so. Was für Drogen? Ja, ich habe Haschisch konsumiert und so, hatte auch eine Gerichtsverhandlung und die hatten mir dann gesagt, ich sollte eine stationäre Therapie machen. Also du hast aber schon ganz schön viel Haschisch konsumiert. Ja, das stimmt schon, ja. Das wird deiner Freundin auch nicht so gefallen haben. Ne, es hat ihr nicht gefallen, aber die hatten zwischenzeitlich ja trotzdem immer noch wieder Sex, ne? Es wird aber trotzdem immer weniger irgendwie. Also, ich glaube ja, dass immer wenn der Sex weniger wird, gibt es einen handfesten Grund. Und wenn der Grund heißt, bei mir ist die Luft raus, ich finde dich nicht mehr scharf und nach 5 Jahren habe ich einfach kein Verlangen mehr nach dir. Das habe ich sie aber auch schon gefragt und sie meinte, nein, daran liegt es nicht so, ne? So, daran liegt es nicht. Nein. Dann wollen wir wissen, woran es liegt. Ja, und das kriege ich nicht raus. Sie sagt immer nur, ja, ich liebe dich. Und vielleicht morgen oder übermorgen. Ja, das ist nervig. Das ist obernervig. Ja, das ist richtig nervig. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Weil wenn ich sage, ich suche irgendwas anderes, wenn ich am Wochenende weggehe, dann sagt sie, ja, du kannst deine Sachen packen. Wäre das so? Ja, ich glaube schon. Ja? Doch, ja, das wäre sie konsequent. Also nach einer gewissen Zeit, finde ich, hast du das Recht dazu, das zu machen. Wenn sie ihren Mund nicht aufmacht. Sie hat es ja in der Hand. Wenn da wirklich irgendetwas ist, könnte sie das ja sagen. Und darüber kann man reden. Und wenn es stimmt, dass sie dich sogar noch anziehend und attraktiv findet, sexuell gesehen, umso schlimmer ist es ja, wenn sie sich jetzt zurückhält. Wie ist die so drauf, deine Freundin? Könntest du sie bewegen, mal zusammen mit ihr zu einer Paarberatung zu gehen? Ja, das habe ich ja auch schon mal gefragt und da meinte sie, wofür? Ja, hör mal, aber hat sie Bananen vor dem Kopf oder was? Wofür? Na dafür natürlich, weil du unzufrieden bist, weil ihr keinen Sex mehr habt. Und ja, eben. Ja, damit ist sie aber dann auch nicht einverstanden. Sie möchte nicht in der Paartherapie. Sie hat gesagt, das gibt keinem was an. Ich würde an deiner Stelle ihr das nochmal vorschlagen und auch nochmal ganz klar sagen, dass es für dich eine sehr, sehr unbefriedigende Situation ist. Ja. Und du einfach wissen möchtest, was los ist. Und sie muss einfach auch ein bisschen was in die Waagschale werfen und auch guten Willen zeigen. Und zum guten Willen zeigen heißt, dass sie dann auch zum Beispiel mit dir zusammen zu einer Beratung geht. Wenn sie das nicht macht, würde ich dir raten, da kann man auch alleine hingehen, alleine mal dahin zu gehen.
Ach, alleine kann man das auch? Das kann man auch, ja. Du hast hier auch alleine angerufen, da kannst du es da auch alleine machen. Ach. Um einfach mal so einen Gesprächspartner vielleicht auch für ein bisschen längere Zeit zu haben. Mhm. Weil dauerhaft geht das nicht und dauerhaft, finde ich, hast du dann auch das Recht, irgendetwas zu unternehmen, was der Dame dann nicht so passt. Ja gut, aber wie gesagt, irgendwo muss der Druck da auch hin. Ich muss da auch irgendwas machen. Ja. Mal. Pass auf, jetzt rufe ich dich gleich nochmal an wegen der Beratungsstelle und ja, dann sehen wir weiter. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Ja, super dumm. Tschüss, Mario. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.